Ein kleiner Nachtrag zur IA 16 Asus ISA Soundkarte mit dem Vibra 16 C Chipsatz. Ich zeige das hier nochmal. Im vorangegangenen Video habe ich gezeigt, wie ich die repariert habe. Und mir fiel ein, und ich habe auch erwähnt, dass ich mal was darüber gelesen habe. Hier steht zum Beispiel hier in der Ecke, dass diese Audiokarte zusammen mit einem Motherboard ausgeliefert wurde und dass es die nicht einzeln gibt. Und dem ist tatsächlich so, und ich habe tatsächlich das Board gefunden. Es ist ein, ich lege mal die Karte hier hinten hin, es ist ein Asus PI-P55T2P4, ein legendäres Sockel 7 Mainboard. Ich habe das jetzt auch mal für euch ausgepackt. Hier haben wir das. Hier haben wir die Beschreibung dazu. Hier ist das Mainboard. Da ist es. Revision 3.10. Da läuft so gut wie fast jeder Sockel 7, fast jede Sockel 7 CPU drauf, die es so gab. Das habe ich hier schon modifiziert, dieses Board. Und habe hier die RTC, die Echtzeituhr, aufgefräst, Drähte angelötet und hier so eine CR2032 Zelle daneben platziert, damit wir hier in den ISA-Slots noch was reinstecken kann. Okay, also hier ist dieses Board. Das ist auch anscheinend laut Handbuch, ich zeige das mal, als Bundle eben mit dieser Soundkarte hier gab. Und zwar haben wir da auf Seite 55, hier haben wir es schon, hinten im Anhang, neben der SCSI-Karte, die es da gab. Das scheint auch ein Bundle gewesen zu sein. Ich gucke mal schnell. Oh, das scheint ein bisschen mehr zu sein. Hier. Na, das ist eine NCR. Okay, vergesst das. Also, da haben wir hier auf Seite 55 einen Anhang. IA16C Audiokarte, die IA16C 16-Bit Audiokarte wird als Bundle optional mitgeliefert und ist nicht einzeln erhältlich. Da haben wir hier die Daten, Vibra 16B, Plug and Play, Chipsatz und so weiter. Treiberkram auspacken, und hier haben wir nochmal ein Bild, ein Abbild dieser Karte, es ist identisch. Ne? Sehen wir das auch mit den Connectoren, also mit den Anschlüssen. Panasonic, PC-Spieler, Lautstärkeregelung, Wavetable-Upgrade und. Also Anschlüsse hier und da noch die Pin-Belegungen. Also habe ich das mittlerweile aufgelöst. Sehr schön. Dann ist das Board und, also das P55, T2P4 und die Soundkarte als Bundle vereint. Und das ist doch eine schöne Sache. Freut mich sehr. Originalkarton habe ich auch noch dazu. Coole Sache also. Okay, das war's schon. Tschüss.